Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kannst du das nochmal sagen? Wir wollen Chiara nächstes Jahr zum ESC bringen. Zum European Song Contest. Oh mein Gott, das wäre so krass. Das wäre so krass. Das wäre geil. Leute, meine, Leute. Hör mal zu, das ist noch nicht sicher. Ne? Das ist natürlich, man kann nichts versprechen, aber wir haben das vor. Ja. Sieht gut aus. Ich kenne viele Leute aus der Branche. Wir reden über dich. Wir finden das toll, was du machst. Ja. Ja. Ja, und Leute, ihr wisst ja, ich habe mich beworben und noch keine Antwort gekriegt und das wäre jetzt so krass, wenn du das irgendwie abchecken könntest. Ja, das super, gell? Genau. Du, das ist so ein gemeinsames Ziel, dachte ich, da können wir darauf hinarbeiten, okay? Ja, voll gerne. So. Zell. Und heute ist Jugendmedientag, ja, ist klar. Step by step, also heute sind ganz viele junge Leute im Panel unten, ja, und schauen dir zu. Das ist eine Visibility, Breitenwirkung, die lernen dich kennen. Ja. Das ist wichtig, sei du selbst, cool. Okay. Ja, mach dein Ding. Mhm. Das ist wichtig, das ist so ein Experiment, ja. Wir haben vor, deine Stimme danach zu verfremden mit der KI. Okay, cool. Okay. Klingt ein bisschen anders. Ja. Aber sei einfach du selbst. Rock das Ding. Ich bin gespannt. Ja, ich muss nochmal raus und dann komme ich nochmal, okay? Danke. Okay, also, cool. Macht's gut. Viel Freude. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Also, hier ist ein Leute, ihr müsst uns helfen. Welches Outfit? Also, entweder das, was ich anhabe. Dreh dich mal. Dreh dich. Genau. Das ist Option 1. Wenn ihr für das seid, dann müsst ihr jetzt ein Screenshot machen. Mach ein Screenshot. Okay, Leute, jetzt liegt's an euch. Ihr müsst alle ganz schnell abstimmen und dann entscheidet ihr, was ich anziehe. Also ich finde, das ist ganz cool, aber das ist halt mehr so ladylike. Und das andere ist mehr so Hip-Hop. Cool. Schnell, wir brauchen eine Entscheidung. Ja, danke. Ihr seht, ich habe mich entschieden. Danke, dass ihr sehr gute Wahl gleich Ja. Super Outfit, wunderbar. Ja? Rock das Ding. Okay. Ich glaube nicht. Danke, danke. Ciao. Ciao, später. Jetzt geht's los. Let's go. Und sie hat hier heute live ihren zweiten großen Auftritt. Was wir hier heute vorhaben, ist, dass sie gleich auf die Bühne kommt, denkt, sie will ganz normal singen und will ihren Song performen. Und dann wird aber Marks Stimme darauf gelegt. Das ist Chiara, sie ist live, sie ist Nachwuchskünstlerin, hat einen ihrer beiden ersten selbstgeschriebenen Songs für euch mitgebracht. Einmal No Filter, Applaus für dich, liebe Chiara. Dankeschön, danke. Vom Filter gekillt. Doch ich renn einfach weg, denn das ist alles perfekt. Bin ich alleine dabei, wenn das für mich nicht zählt. Und ich steig erstmal aus. Ich glaub, ich bin erstmal raus. Denn wirklich gut geht's mir nicht mit einem fremden Gesicht. Wenn er es selbst sein und sucht nach dem besten Anschein. Wie kann ich mich daraus befreien? Manchmal möchte ich nur noch schreien. Oh mein Gott, super! Super! Okay. Oh mein Gott, aber das mit der Stimme war irgendwie ein bisschen weird. Das war krass, aber ich bin stolz. Guck mal, Chiara, wen wir haben. Genau, wir machen jetzt so ein Meet and Greet und dazu gehen wir woanders hin, okay? Das ist ein bisschen ruhiger. Okay, cool. Ja? Dann let's go. Okay. So, also hier ist Chiara. Dankeschön. Mich würde voll interessieren, wer ihr seid und was ihr so macht und was euch interessiert und ob ihr irgendwelche Talente vielleicht auch habt. Weil ich glaube, jeder von euch hat bestimmt ein Talent. Manche wissen es vielleicht noch nicht, aber manche wissen es schon. Und das würde mich interessieren zu sehen. Also los! Treat me like white tees. Don't get me dirty. Love on, love on. Tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy.
das war's. Super, dass ihr hier wart. Ihr habt tolle Talente, bleibt dran. Ihr seht doch, was aus jemand wird, der dran bleibt. Nochmal ein kräftiges Danke für euch. Danke euch, es war richtig, richtig cool. Bis bald. Ciao. Ciao. Hey, Mann, war klasse. Danke. Dass du Fragen gestellt hast, sie waren total interessiert. Mhm. Super. Ja, es hat auch echt Spaß gemacht. Ja, war cool. Hat angemacht. Danke, war Pierre. Ja. Super. Danke, Pierre. Okay, dann, ich meine, vielleicht sind das die Stimmen, die du brauchst für ein ESC. Man weiß es nicht. Mhm. Ja, das könnte vielleicht sein. Weiter so. Bis bald. Ja. Mach's gut. Ja. Mhm. Auch. Ciao, Emmy. Ciao. Und Paola nicht vergessen. Ja, ja. Klar, natürlich. Ich bin so stolz. Danke. Das hast du so toll gemacht. Dankeschön. Nachricht von Vicky. Ui. Sie will, dass wir heute. Ja. Ob das eine gute Idee ist? Leute, erstmal brauche ich unbedingt eure Hilfe. Schickt mir alle eure Liebeskummer-Tipps und Tricks. Auf jeden Fall. Das brauchen wir. Aber wir können natürlich nicht Nein sagen. Deswegen werden wir heute Abend vermutlich feiern gehen. Ja, wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert und drückt die Glocke. Und dann sehen wir uns später. Bis später. Hab euch lieb. Also nochmal, was hast du gesagt? Was habe ich denn gesagt? Du wolltest dich entschuldigen bei mir? Ach, ja, stimmt. Chiara, es tut mir echt leid, dass ich mich da eingemischt habe zwischen dir und deiner Mutter. Ich war echt ein Arschloch, ich bin immer noch eins. Und das war nie meine Sache oder so. Aber du meinst es gar nicht ernst. Ich will, dass du es mir richtig beweist. Ja, ich meine es doch ernst. Nein, zeig doch, dass du es mir beweist. Chiara. Nein, auf die Knie. Auf die Knie? Ja, du musst es mir richtig beweisen, dass du mich liebst. Deswegen musst du jetzt auf die Knie. Es hat hier geregnet. Und meine Hose sind... Die Frage ist, liebst du mich oder liebst du mich nicht? Natürlich liebe ich dich. Ja, dann musst du auf die Knie und mir zeigen, wie leid es dir tut. Gut. Und sag's dabei noch, was dir so leid tut. Okay, ja, oh Gott. Los, ich dachte, du liebst mich. Leute, ein bisschen schneller, Vicky wartet auf uns. Ja, ich bin auf dem Weg. Okay. Es tut mir echt, echt leid, dass ich mich da eingemischt habe. Ich bin echt ein Arschloch. Darf ich jetzt bitte aufstehen, da kommen Menschen. Ja, ich verzeihe dir. Okay, und jetzt, hallo, Vicky wartet auf uns. Wir sind eigentlich für Vicky gut. Da, ja? Meine Hose sind dreckig. Hier, zeig's. Zeig's der Menschen. Hi. Hallo. Du und du. Seid herzlich eingeladen. Vicky, ich glaube, das so ist... So nämlich, mein Freund. So nämlich. Vicky, ich glaube, das ist doch nicht die beste Idee, jetzt den Frust, weil Elise Schluss gemacht hat, mit Alkohol zu betränken. Ist es Voldemort. Voldemort ist das neue Wort für das eine Wort. Naja, also ich meine... Voldemort man kann ist vergessen. Ja, ein bisschen schön trinken. Elise, sie existiert nicht mehr. Ganz ehrlich, ich feiere, dass sie sogar weg ist. Soll sie ganz fern weg sein. Du feierst, one-way dass sie weg ist. Ja, One-Way-Ticket. Jetzt lass uns doch nicht diskutieren, sondern Spaß trinken. Haben. Trinken! Spaß haben. Spaß haben. Ja. Dann, let's go. Okay. Ich halte es nicht für so eine gute Idee. Wenn ich du bin, dann bin ich Fazit. Reicht's. Vicky, du kommst jetzt mit. Nein, Emmy, das ist nicht witzig. Emmy, oh, hör jetzt auf. Kommt, nein, es ist nicht witzig. She can call me Daddy. Komm jetzt her. Komm. Ja, ich weiß, ich sehe es. Komm. Steh auf. Wo ist deine Jacke? Wo ist deine Jacke? Schatz, gibst du mir meine Jacke? Hallo. Was soll denn das? Can I call hier, you ist Mommy? Hier ist deine Jacke. So. Wir nehmen jetzt deine Jacke. My Daddy. Nein. Wir nehmen jetzt deine Jacke. Hier so. Geh komm ruhig mit. Ich stehe auf sogenannte Frauen. Komm mit. Her. Frauen wie du. Komm her. Komm. Spaß. Komm. Komm jetzt. Herr. Vicky. Mann.
Buch mitgebracht. Nein, es reicht jetzt. Setz dich hin. Es reicht. Es reicht. Hier, setz dich hin. Nein, nein, nein. Setz dich hin. Vicky, es geht nicht so weiter. Du kannst nicht deinen Frust einfach in Alkohol betränken. Frust? Ja. Schau mal, es macht doch viel mehr Sinn, wenn wir vielleicht sowas machen würden. Hier schreibt jemand, macht euch einen schönen Mädelsabend mit Schokoladefilm und so weiter. Hab euch, wir haben dich Schokolade, auch er war ja, salziges. Das ist eine gute Idee. Schau mal, wir gehen jetzt nach Hause und holen uns auf dem Weg irgendwo Schokolade okay. und machen uns einen schönen Filmabend. Hör mal, entspannen uns. Es macht keinen Sinn, mit Alkohol das zu betränken. Danke. Vicky, das geht so nicht, Mann. Scheiße, Frau. Oh, das sieht nicht gut aus. Wer ist nochmal Elise? Scheiße. Sagen wir, ja. Vicky, ich glaube, das reicht jetzt. Gib mir mal das. Gib mir das mal. So, Leute, Party ist vorbei jetzt. Ich hab dafür bezahlt. Hallo, Vicky. Vicky, hallo, könnt ihr euch mal entspannen? Hallo, was geht hier ab? Was geht hier ab? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Vicky, Vicky, das reicht jetzt. Hey, was? Nee, oder? Hallo. Hallo. Hey. Du bleibst halt stehen. Hey, was ist denn mit euch los? Ich wundere mich, dass ich nicht abserviert habe, wenn ich so auf. Nur weil ich deine Schwester gesagt habe. Vicky, hör jetzt auf. Nee, ganz ehrlich, Jungs, das geht so nicht. Was soll das? Nur weil sie Liebeskummer hat. Geh. Komm, geh mal. Vicky, wie geht's dir? Snacke. Wie geht's dir? Alles okay? Geht's? Oh Gott, das... Oh, ich glaube, ich muss jetzt was. Ich muss auch. Pfui. Ich glaube, ich komme über Elise ein bisschen weg. Scheiße, Lise. Das wird schon. Ja. Das wird schon. Vicky, vielleicht... Oh. Lass raus, wird schon. Ja, komm. Lass raus. Elise ist meine Traumfrau. Tell me straight up.